Moin moin ihr Füchse, ich wurde einmal in einem Kommentar gefragt, ob ich nicht mal zeigen kann, wie man in Blender Low-Poly-Steine macht. Und ich zeige euch heute in Blender ein ganz, ganz cooles Tool, das nennt sich das Bisect-Tool, welches wir nutzen können, um solche Low-Poly-Steine in Blender zu machen. Ich würde sagen, wir stürzen uns jetzt in Blender und fangen mit dem Video an. Wir befinden uns jetzt im Blender und wir starten hier mit einem ganz einfachen Cube. Und um das Bisect-Tool nutzen zu können, könnt ihr hier einmal links Bisect klicken. Wir können aber auch Leertaste drücken, um danach zu suchen, und dann könnt ihr euch das hier auch auswählen. Bitte denkt daran, dass ihr euch definitiv im Edit-Mode dafür befindet, und alles, was wir jetzt machen müssen, ist einfach nur die linke Maustaste gedrückt zu halten. Ihr seht schon, das sieht ziemlich weird aus. Das liegt daran, dass wir hier unten links erst ein Menü öffnen müssen, wo wir einige Einstellungen machen müssen. Und das könnt ihr machen, indem ihr einfach mal in der freie Fläche klickt und dann seht ihr hier unten euer Menü. Und hier machen wir jetzt einen Haken bei Fill und auf Clear Outer. Clear Outer heißt, das, was wir quasi wegzeichnen wollen, soll gelöscht werden, und Clear Inner wäre, dass wir das behalten, was wir zeichnen, und der Rest wird gelöscht. Dann können wir eigentlich auch schon loslegen. Wählt einfach mal alles aus im Edit Mode, klickt Bisect und zeichnet euch hier so eine Linie, und ihr seht schon, wie der Mesh hier an der Stelle gecuttet wird. Dann wieder alles auswählen, Bisect auswählen. Und da müsst ihr manchmal ein bisschen gucken, dass er hier eine ordentliche Linie hinbekommt. Manchmal ist es ziemlich tricky. Dann zeichnet ihr einfach immer weiter mit dem Bisect-Tool eure Linien hier mit gedrückter linker Maustaste, bis ihr eine ordentliche Proportion hinbekommt. Beziehungsweise können wir auch im Nachhinein noch scalen, das werden wir bestimmt auch machen. Also auf den Achsen noch so ein bisschen hin und her scalen und definitiv noch verschiedene andere Steine machen. Wenn ihr dann zufrieden seid mit eurem Ergebnis, können wir das Ganze natürlich noch ein bisschen an den Proportionen hier scalen. Also zum Beispiel auf der Z-Achse so ein bisschen nach oben ziehen oder ein bisschen breiter machen auf der X- und Y-Achse. Ich habe mir dann denselben Stein einfach noch zweimal dupliziert und so ein bisschen daneben gepackt, dass es wie so eine Felsformation aussieht. Ziemlich, ziemlich cool, und ich bin glücklich über das Ergebnis und ich hoffe, ihr auch über euers. Und ihr seht, mit dem Bisect-Tool in Blender können wir sehr, sehr leicht Low-Poly-Steine in Blender erstellen. Ihr könnt es auch noch für andere Dinge nutzen, zum Beispiel um Objekte und Meshes in der Hälfte zu cutten. Dafür ist das Bisect-Tool auch ziemlich cool. Wenn ihr wissen möchtet, wie ihr eure Blender-Objekte als FBX-File zum Beispiel exportiert, dann schaut unbedingt mal dort oben rein. Dort habe ich ein kleines Video dazu gemacht. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt von solchen Videos, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. In diesem Sinne, macht es gut, Leute. Ciao. Und ein riesen Dankeschön an meine Patreon-Supporter Manuel Rauber, Lisa, Ian Dorton, Tobias und Renault. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.